Wenn du durch die Mitte dieses Landes gehst, dann siehst du Gegenden, die eigentlich aussehen, als wäre da eine Bombe eingeschlagen oder so. In den alten Schriften kann man schnell, sagen wir mal, Hinweise darauf finden, dass die Frau dem Mann untertan zu sein hat. Man kann bis heute durch Landstriche fahren in Indien, wo man kaum Frauen sieht. Die sind alle, ja, also wenn sie nicht hinterm Schleier sind, muslimische wie hinduistische Frauen. Die demokratische Kultur hat natürlich auch gelitten, die Presse hat gelitten unter dem Hindu-Nationalismus der letzten ein, zwei und mehr Jahrzehnte vielleicht. So, es werden eben auch massiv Kritiker an der Regierung zum Beispiel mundtot gemacht und so. Also die Entwicklung ist beunruhigend, was Übergriffe gegen alle Minderheiten angeht. Ich denke, es gibt zwei Interessen. Also es gibt dieses geostrategische Interesse, das ist natürlich auch ein europäisches Interesse, ein Interesse des Westens. Es ist aber problematisch. Indien hat seine, und es gibt das wirtschaftliche Interesse. So, und das geostrategische Interesse ist natürlich problematisch, weil Indien eine enge Bindung traditionell an Russland hat. Ja, liebe Freunde vom Westend Verlag, liebe Freundinnen, wir haben jetzt Oliver Schulz in der Leitung. Oliver Schulz hat gerade in diesen Tagen, gibt ja ein neues Buch bei uns raus, Neue Weltmacht. Indien, Kenner des Verlages wissen, dass der Oliver Schulz auch schon ein Buch bei Westend gemacht hat. Jetzt geht's aber um Indien im Untertitel Geostratege, Wirtschaftsriese, Wissenslabor. Und wir wollen mal gucken, was es damit auf sich hat. Hallo Oliver. Guten Tag. Nach Hamburg, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Hier regnet es heute in Frankfurt, es ist kühl, der Juli geht so zu Ende, wie es das letzte Drittel auch gewesen ist, kalt und nass. Wie ist es in Hamburg sowieso? Ja. Immer. Nein, nicht immer, aber heute leider ausnahmsweise mal genauso, ja. Okay, und was haben wir für ein Klima in Indien jetzt gerade? Na, Indien ist groß. Im Norden sind wir jetzt gerade am Ende des Monsuns, würde ich sagen. Aber das ist verschieden. Im Süden sieht es wieder ganz anders aus. Wie viele Einwohner hat Indien? 1,4 Milliarden. Und damit hat es ja jetzt China Anfang des Jahres überholt. Hat es überholt, ja. Oliver, wir sprechen über Indien. Ich würde sagen, aus zwei Perspektiven. Einmal, so ist das Buch auch aufgebaut, einmal sagen wir mal die Binnenperspektive. Ich würde es despektierlich vielleicht so sagen, wie ticken die Inder, wie ticken Inderinnen, wie tickt Indien? Und das andere ist, welche Rolle nimmt Indien momentan im internationalen Konzert ein? Fangen wir mit der Binnensicht an. Ich persönlich weiß relativ wenig über das moderne Indien, darf man das so nennen oder ist das falsch, wenn man das moderne Indien so erwähnt? Darf man das? Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Also ich finde, man sollte es so sagen. Man sollte es ja eigentlich schon immer so sagen. Nach meiner Wahrnehmung wenigstens seit der Unabhängigkeit 1947. Gleichwohl finde ich, was Indien betrifft, wirklich wichtig, wie hoch Traditionen gehalten werden, also Kultur, Religion und so. Es ist ein modernes Land, aber es hat eben es ist eben sehr stark in seinen eigenen Kulturen verwurzelt, so. Ja, und ist in vieler Hinsicht eben wirklich immer traditionell, ja. Es ist multireligiös, kann man das so sagen? Es hat, also der Hinduismus ist, glaube ich, sehr stark vertreten. Und der Islam, aber auch traditionell Buddhismus natürlich. Ich weiß nicht, wie die Überschneidungen sind zum Hinduismus, aber eben auch das Christentum ist auch durchaus in Indien. Über allem schwebt aber auch immer noch dieses Kastensystem. Das gibt's ja noch. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das Kastensystem ist natürlich ein weiter Begriff. Also das ist natürlich, da sind wir beim Hinduismus.
Das ist ein weiter Begriff sozusagen, ein komplizierter Begriff, wo also die Wissenschaftler, ob nun Inder oder Westler, eben auch bis heute diskutieren, wie tief er in der Hindu-Tradition verankert ist, welchen Beitrag der Kolonialismus dazu hatte und so weiter. Es ist faktisch da. Es ist per Verfassung so, dass es keine Benachteiligung durch das Kastensystem geben darf. Faktisch ist es da und faktisch kann quasi jeder Inder, vereinfacht gesagt, erkennen, also wenn jemand jetzt Schulz mit Nachnamen heißt, dann gehört der und der Kaste an. Das macht das zu einer trickigen Kiste natürlich auch, das abzuschaffen. Ist vorhanden. Man spricht ja bei Indien auch von der größten Demokratie der Welt. Ich würde sagen, das verträgt sich nicht gut, nicht? Also ein Denken in Kasten und Demokratie. Du hast es eben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es von der Verfassung her eigentlich keine Kasten geben sollte, aber im gelebten Alltag gibt es ihn dann wohl. Kommt es dazu, zu sozialen Disruptionen? Ist das Alltag auch, dass gewisse Menschen schlechter behandelt werden, schlechtere Chancen haben, insgesamt schlechter wegkommen, ihr Leben irgendwie zu leben als bei Menschen, die in einer höheren Kaste angesiedelt sind. Das ist Alltag. Das ist Alltag, das ist bis heute so. Also es ist so, dass man in Indien, wenn man über Land geht, kann man bestimmte Dörfer sehen, die in denen quasi nur Kastenlose oder Menschen aus niedrigen Kasten leben und die sind heruntergekommen. Das hört sich jetzt respektlos an, aber es ist ja auch die Wahrheit. Den Menschen, da geht es schlechter und wer aus solchen Ecken kommt. Und in den Städten sieht man das in bestimmten Vierteln, das ist natürlich dann nicht mehr so sortiert oder so, oder in den größeren Ansiedlungen. Und diese Leute, natürlich kommen die schlechter weg. Und es gibt bis heute Gewalt zwischen Leuten von höheren Kasten und niedrigen, also Übergriffe von Seiten der Kasten-Hindus, ja, gegen Dalits, also Leute, die nicht zum Kastensystem gehören. Dalits werden sie genannt, nennen sie sich selbst, ja, die da außerhalb stehen oder auch ganz am Ende dieser gesellschaftlichen Ordnung stehen. Und umgekehrt gibt es natürlich Bewegungen von Seiten dieser Menschen, sich dagegen zu wehren. Was jetzt in den letzten, sagen wir mal so, 10 Jahren weniger geworden ist, ist beispielsweise, ist ein Phänomen, das damit zu tun hat, sind diese maoistischen Aufstände. Also ja, das ist jetzt weniger, aber das hat natürlich einen Grund. Diese Armut, die es in bestimmten Bereichen, in dem Fall in vor allen Dingen ländlichen Bereichen gibt, die ist natürlich auch viel verbunden damit, dass diese Menschen keine Kastenhindus sind. Und wenn sie also wie gesagt, natürlich ist es im ländlichen Raum, in kleineren Städten und so weiter verbreiteter, wenn man da unterwegs ist, dann kann man sehr wohl erkennen, dass es also immer die Menschen, die zu den oberen Schichten dieses Systems gehören, in der Hindu-Gesellschaft sind, die in den großen Häusern wohnen, die dicken Autos fahren, nicht? Die großen Höfe haben. Natürlich, ja. Und das ist bis heute nicht geklärt. Und es gab nie, da könnte ich jetzt auch weiter ansetzen, das Problem, was wir hier, glaube ich, haben, ist, dass es gab natürlich nie sowas wie, sagen wir, in China oder so, ja, wo dann Mao angetreten ist und gesagt hat, wir lynchen jetzt alle Großgrundbesitzer sozusagen oder so. Hat ja nicht stattgefunden. Da haben Sachen stattgefunden, es gab Bodenreformen und dergleichen, aber die waren ja nicht so umfassend. Und genau so ist eben dieses, es ist die Vielfalt der Gesellschaften, also die Vielfalt der Ethnien, der Kulturen, der Religion. Die sind ja in der indischen Verfassung verankert. Aber das führt natürlich umgekehrt dazu, wenn so ein System dort vorhanden ist, dass das eben auch nicht komplett rausfliegt. Ja, wenn es ein Aufbegehren gibt von Menschen, denen es nicht gut geht, ist das dann, um
tatsächlich auch das Kastenwesen in Frage zu stellen, oder ist das Bestreben, ich will aber auch in einer höheren Kaste sein? Wie verhält sich das? Das können die gar nicht sagen. Die können gar nicht sagen, ich will in einer höheren Kaste sein, weil man ist per Geburt in einer Kaste und fertig. Wechsel den und fertig. Nee, wir wollen Anteile haben an an öffentlichen Jobs zum Beispiel, die werden zum Beispiel reserviert. Da gibt es, also da, das sind so Quoten beispielsweise, die festgelegt sind. Da gibt es so Quotenregelungen und dann wird eben darum gekämpft, ob das wirklich durchgesetzt wird und wie viele das sind oder so, um Anteil eigentlich am Wohlstand geht es dann. Okay, also das heißt vielfach. Das heißt, man sagt einfach, ihr könnt uns gestohlen bleiben mit euren Kasten, wir wollen unseren Anteil am Wohlstand haben. Genau, das ist eine Perspektive. Ich denke, die andere Perspektive, also der Kampf um, das ist eine riesige Geschichte, der Kampf darum, dieses Kastensystem als solches aufzulösen und Kastenlosen die Möglichkeit zu geben, nicht mehr Kastenlose zu sein. Darauf willst du ja hinaus, im Grunde, oder? Also das ist für mich in meiner Wahrnehmung eine ältere Geschichte, die mit der Gründung Indiens zu tun hat, wie sie zum Beispiel Dr. Ambedkar dann vorgenommen hat, wo die Leute sagten, wir konvertieren jetzt alle zum Buddhismus, weil der Buddhismus, sagen wir mal, eine größere Tendenz zum Universalismus hat, dazu, dass alle Menschen gleich sind. Das ist, ja, es ist kompliziert, aber er hat gesagt, also pass auf Leute, ihr müsst hier raus. Wir machen jetzt aber nicht so wie in den USA oder so, dass alle zum Islam konvertieren. Ja, in der Zeit so Black Panther und so weiter, die hatten tatsächlich, gab es dann später auch so Überschneidungen oder so. Aber das hielt er nicht für richtig. Er hat sich dann entschieden, zum Buddhismus zu konvertieren und viele sind mit ihm konvertiert. Darüber schreibe ich auch in dem Buch. Das ist eine sehr interessante Geschichte und das gibt es bis heute. Damit sie eben nicht sozusagen, damit sie weiterhin in dieser indischen Kultur sind, ja, aber eben frei von dem Kastensystem. Ja. Also es hat nicht zuletzt jetzt durch die Ukraine-Geschichte ist Indien stärker in den Fokus gerückt, was internationale Partnerschaften etc. Betrifft. Ich finde es wichtig, wenn wir uns jetzt erstmal von dieser gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Seite diesem Phänomen Indien nähern. Ich glaube, das ist wichtig vor dem Hintergrund, wenn wir dann gucken, inwieweit ist Indien tatsächlich wie tritt Indien auf der internationalen Bühne auf und welchen Widerhall hat es dann auch im eigenen Land. Es hat ja vor einiger Zeit Nachrichten gegeben, da kam es zu, glaube ich, so Massenvergewaltigungen, dass einzelne Frauen von, weiß ich nicht, oder vergewaltigt wurden, beziehungsweise dann noch umgebracht wurden, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sachen als Frau gemacht haben, die sich in Indien nicht schicken. Jetzt ist es nicht so, dass es nicht auch im Westen, in Europa, in Deutschland zu sehr unangenehmen, brutalen Übergriffen gegenüber Frauen kommt. Ist das in Indien, soll ich sagen, ist das etwas durchlässiger? Gibt es da wirklich ein sehr, sehr altes Frauenbild? Was kriegt man davon mit? Also ich würde das sagen. Ich denke genau, umgekehrt vorweggenommen, dass gesagt wird, die Statistiken besagen gar nicht, dass das so viel, also die reinen Fallzahlen sozusagen, dass es so viel schlimmer ist. Aber ich denke, dass die Stellung der Frau, die Position, die deutlich niedriger ist. Und das ist im Hinduismus klassischerweise so wie auch im Islam. Das Frauenbild ist immer noch vielfach ein traditionelles Gewalt in der Ehe, Vergewaltigung in der Ehe, das sind doch alles überhaupt keine Themen da. Also häusliche Gewalt, ewig zwischen Männern und Frauen, keine gewesen. Und ich glaube, dass das Frauenbild weitgehend immer noch tradiert ist. Das ist das, was ich eingangs sagte. Also das hat damit zu tun, dass Traditionen so hochgehalten werden. Und das ist da im Grunde, ist ja die Lösung dafür, könnte man jetzt mal sagen, nur sich komplett davon zu lösen, sozusagen. In den alten Schriften kann man schnell, sagen wir mal, Hinweise darauf finden, dass die Frau dem Mann untertan zu sein hat und so weiter. Also es ist bis heute so, dass
es nicht als günstig gilt. Es gibt ja auch immer noch diese Mitgiftgeschichten, wenn ein Mädchen geboren wird, viel besser, es wird ein Junge geboren und die Quote, das Verhältnis Männer zu Frauen ist immer noch deutlich zu Ungunsten der Frauen. Und so nimmt man das wahr. Man kann bis heute durch Landstriche fahren in Indien, wo man kaum Frauen sieht. Die sind alle, ja, also wenn sie nicht hinterm Schleier sind, muslimische wie hinduistische Frauen, sind sie im Haus. Mhm. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist quasi ubiquitär, dass Frauen zu Hause von ihren Männern gezüchtigt werden? Das ja, so dazu gab es Umfragen. Also es gab ja zuletzt auch in Deutschland, meine ich, eine Umfrage, die nicht wirklich schön war. Also deren Ergebnis nicht wirklich schön war. Aber genau, also das ist da, ja, das wird in Umfragen also als recht gewöhnlich. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht da. Aber und das geht durch alle Bevölkerungsschichten auch oder richtigerweise? Das würde ich nicht sagen. Bevölkerungskasten, nein? Nee, das würde ich nicht sagen. Also gebildete Menschen, also es gibt in Indien eine Schicht von Menschen. Das Problem ist, man fragt sich, was ist die Mittelschicht, was ist die Oberschicht? So, es gibt eigentlich eher eben so eine höhere Mittelschicht und wenig so eine solide Mittelschicht wie bei uns. Aber in diesen gesellschaftlichen Gruppen, Schichten würden Sie kaum jemanden finden, der solche Sachen sagt, wahrscheinlich auch nicht denkt. Also das ist nicht verbreitet. Diese Menschen sind sehr aufgeklärt, sehr auch westlichem Denken verbunden. Es gibt in Indien, und das ist seit der Gründung so, wenn man zurückguckt auf Nehru zum Beispiel, der neben Gandhi ein ganz wichtiger Staatsgründer war oder im Grunde ja der so Vater der Nation oder sowas, der kommt aus einer Familie von Pandits, von Brahmanen, also ganz oben im Kastensystem. Aber für Religion hat er sich nicht wenig interessiert. Diese Menschen sind an westlichen Schulen aufgewachsen, haben im Westen studiert und haben Indien geprägt. Und aus dieser Tradition heraus, auf diese Tradition berufen sich viele aufgeklärte Mittelschicht-Inder. Und bei denen ist das anders. Aber es gibt eine riesige Landbevölkerung, es gibt riesige Schichten, die bildungsfern sind. Das ist ja nicht zu vergleichen mit unserer Situation. Muss ja auch nicht zwingend schlecht sein. Ich erinnere mich, ich hatte kürzlich Besuch von jemandem, der viele Jahre auch im Sudan, meine ich, gelebt hat. Der sagt auch, dass die Landbevölkerung übrigens auch mit großer Hitze da ganz gut zurechtkommt. Aber er sagte eben auch, dass die, ja, wie man sich's vorstellt, relativ wenig zum Leben haben, aber nicht unglücklich sind. Also ich will den Menschen jetzt um Gottes Willen in Indien nicht sagen, bleibt mal arm, dann seid ihr glücklicher als wir hier im Westen. Das will ich nicht sagen, aber man kann doch auch nicht sagen, man lässt Leute im Westen studieren und dann bringen die gewisse Sachen in diesen Subkontinent und dann wird alles irgendwie gut. So einfach ist es auch nicht. Nein, so einfach ist es auch nicht. Die Frage ist natürlich, was besser ist. Also diese Problematik, die sehen wir ja zum Beispiel in Bezug auf den Islam ja auch, nicht, wo gesagt wird, also die Leute, der war mal, was Wissen angeht, führend in der Welt, ja, und jetzt hat er diese so, und jetzt steckt er in dieser Klemme. Und ich hab ein bisschen den Eindruck, sagen wir mal, der radikale Hinduismus steckt eigentlich in derselben Klemme. Ich weiß nicht, ich finde das richtig. Ich würde dem zustimmen, ob das die Lösung ist, dieser Import von westlichen Ideen. Und dann so ein komisches Konglomerat mit den eigenen Vorstellungen. Das ist auch nicht richtig glücklich. Die Frage ist, was besser ist, finde ich. Also ich wüsste keine bessere Lösung. Ich komme mit den Leuten sozusagen immer noch besser klar. Ja, also es wäre schöner gewesen, es hätte, deswegen habe ich eben diesen Schwenk gemacht für die ganze Welt. Es wäre in diesen Kulturen zu derselben Zeit oder kurz danach oder so was Eigenes entstanden. Ja, also zum Beispiel halt soziologischerweise, ja, die hätten irgendwie sowas wie eine Bürgerschicht entwickelt und dergleichen irgendwie. Aber das hat ja alles nicht stattgefunden. Jetzt sitzen wir da und müssen mit dem leben, was da ist. Und aber die stolpern darüber. Das ist auch ein Problem natürlich für, also
Natürlich gibt es einen quasi ideologischen Konflikt zwischen den Menschen, die dieser Nehru-Tradition, also dieser dem Westen aufgeschlossenen Tradition in Indien anhängen, und den Traditionalisten in beiden Camps, bei den Hindus wie bei den Muslimen, klar. Gibt es in Indien dieses, was man hier ja doch in Europa zumindest wahrscheinlich, was auch immer mit Westen genau gemeint ist, vorfindet, dass es auch einfach ein Interesse gibt, an gewisse Themen politisch, öffentlich diskutiert haben zu wollen? Oder interessiert sich der Inder im Prinzip für sich, seine Firma, sein Ding und fertig? Oder gibt es schon auch Demonstrationen, gibt es irgendwelche Strömungen, die mehr dies wollen oder mehr jenes wollen und damit allerdings auch in die öffentliche Diskussion gelangen? Oder doch, also Politik Politik ist ein Riesending in Indien. Ist auch viel von Interessensgruppen gesteuert, das ist problematisch so, aber also es gibt Zeitungen, es gibt politische Strömungen im ganzen Land rauf und runter. Es gibt Gewerkschaften. Es gibt ja auch das ist was mich also in den ersten Jahren in Indien auch immer irritiert hat geradezu. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch starke kommunistische Strömungen und dergleichen. Da gibt es alles von sehr weit rechts nach sehr weit links und es wird auch alles diskutiert. Also ich finde, das hat die demokratische Kultur hat natürlich auch gelitten. Die Presse hat gelitten unter dem Hindu-Nationalismus der letzten ein, zwei und mehr Jahrzehnte vielleicht. Aber diese Kultur ist stark. Das ist tatsächlich an dem Punkt, finde ich, ist auch richtig zu sagen, aus dem Westen, Indien ist die größte Demokratie der Welt. Also das hat gelitten, aber es ist nee. Also es ist nicht so, dass den Leuten das egal wäre. Und man kann über Land gehen. Und Leute finden, die in irgendwelchen skurrilen, aus unserer Sicht, also radikalen politischen Gemeinschaften sind, die haben dann da ihre roten Fahnen oder irgendwas aufgehängt. Das geht nicht an denen vorbei. Und das ist immerhin was, also so für sich genommen. Ja, ich bin vor 14 Tagen auf eine Meldung gestoßen, beziehungsweise es ist gar keine Meldung, sondern ein kleiner Bericht, dass in Manipur, das ist, glaube ich, eine nördliche Provinz oder ein nördlicher Bundesstaat, heißt es, glaube ich, richtigerweise, dass dort 250 Kirchen abgebrannt wurden. Das ist zu Ausschreitungen, ist wahrscheinlich zu gering, dass es zu Gewaltausbrüchen gekommen ist und dass schlussendlich die indische Armee mit 10.000 Soldaten eingreifen musste, um die Ordnung wiederherzustellen. Das ist ja jetzt nun doch schon ein Umstand, wenn hier 250 religiöse Einrichtungen abgebrannt werden würden, also gehört viel Vorstellungskraft dazu, dass das passiert. Also ich will es nicht ausschließen, um Gottes Willen. Wie erklärst du dir das, dass solche Dinge aber hier nicht in die Diskussion gelangen? Das ist jetzt eine Nischennachricht, die ich hier per Zufall gefunden habe. Explizit geht's gegen Christentum natürlich, aber mir jagt das schon ein bisschen einen Schrecken ein, wenn ich höre, also 10.000 Soldaten müssen Verordnung suchen, dass es dazu Lynchjustiz und ich weiß nicht, was gekommen ist. Die EU hat übrigens was sie selten tut. Ne? Es gab eine leise Protestnote an Modi, den Premierminister, dagegen. Wie erkläre ich mir, dass das nicht in die Öffentlichkeit gerät? Also ich glaube, das ist mein Übergang, ehrlich gesagt. Also die gesamte Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, der Hindu-Nationalismus, der hierfür durchaus verantwortlich gemacht wird, ist ja doch am Westen vorbeigegangen. Und ich, das ist, dass ich denke, das ist einfach eine fehlende Wahrnehmung des globalen Südens.
Das ist in Deutschland tradiert. Ja, also wenn ich mir die Medienlandschaft angucke, wie viele Korrespondenten gibt es denn, die über diese Bereiche berichten, die dafür zuständig sind? Also es gibt da so ein paar Ausnahmen. Die Öffentlichkeit interessiert das nicht. Und es gibt natürlich dann auch wieder Länder. Also das ist ein speziell deutsches Ding auch. In Großbritannien beispielsweise aufgrund der Geschichte hat man da mehr Interesse dran, so wie man in Frankreich auch an Ex-Kolonien mehr Interesse hat. Aber diese globale Sicht, die fehlt. Die fehlt. Und das ist, da ist Indien nicht anders. Und Indien steht Indien für sowas wie, das ist ja das dritte Weltland, wenn man so will, so mal gewesen in der Wahrnehmung. Also steht auch irgendwie für den globalen Süden, zumindest in Asien oder so. Und da kommt keiner hin. Das ist, Werden solche Vorkommnisse denn in Indien in der Öffentlichkeit diskutiert oder versucht man es dort unter den Tisch zu kehren und fertig, weil Christen sind sowieso eine Minderheit, interessiert niemanden oder? Nein, das kann man nicht. Und die Interessensgruppen sind zu groß. Und wenn es jetzt zum Beispiel diesen Staat geht, so, dann ist der Anteil der Bevölkerung da ja auch zu groß. Und da kann ja die Zentralregierung jetzt auch nicht alles machen. Also das ist auch schon gefährlich. Und diese Dinge, nein, die werden da massiv diskutiert. Die Entwicklung ist nur leider eben auch so, es werden eben auch massiv Kritiker an der Regierung zum Beispiel mundtot gemacht und so. Also die Entwicklung ist beunruhigend, was Übergriffe gegen alle Minderheiten angeht. Kritiker an der Regierung werden mundtot gemacht, also ein bisschen wie hier. Nee, das ist noch eine andere Kategorie. Das ist noch eine andere Kategorie. Gut, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen an der Stelle. Nochmal ganz kurz, wir haben es vorhin streifend, das Thema ein bisschen, aber nochmal ganz konkret. Die extremen Gegensätze von Arm und Reich, die gibt es hier natürlich auch, aber ich vermute mal, dass sie dort unvorstellbar groß sind. Kannst du das kurz erläutern, dass man ein bisschen einen Schauer davon bekommt, wie heftig es in Indien ist? Also es gibt ganze Landstriche, die einfach elend sind, zum Beispiel. Wenn du durch die Mitte dieses Landes gehst, dann siehst du Gegenden, die eigentlich aussehen, als wäre da eine Bombe eingeschlagen oder so. Das ist wirklich, und nichts ist richtig sauber. Straßen werden mittlerweile gebaut, die großen, aber die kleinen nicht. Also viele Menschen leben in Elend, hat dann wieder übrigens auch mit dem Kastensystem hier und da zu tun, nicht? Also welche Menschen leben da eigentlich? In den Städten ist es genauso. Also du kannst ja durch ganze Viertel gehen, also in denen das Elend haust, wo die Menschen auf den Straßen schlafen, wo dir überall irgendein Bettler entgegenguckt, also halbnackte, ja, das ist so, und dann ist es eben gleichzeitig so, dass es Gegenden gibt, die Glaspaläste aus dem Boden geschossen sind, wo die Leute alle in dicken Karossen rumfahren, also unter SUV geht da gar nichts und wo einem die Diener die Tür aufhalten und so, also auch wenn man jetzt irgendwie, es gibt eben nichts dazwischen, nicht? Also wenn man einfach nur versucht, irgendwo essen zu gehen, es gibt nichts dazwischen. Und dieser Gegensatz ist wirklich krass, aber das Ausmaß des Elends, vor allen Dingen über ganze Landstriche, über ganze Stadtviertel, das ist für uns, glaube ich, unvorstellbar und es ist dann wirklich Elend. So. Also wo es dann auch um Hygiene geht und Strom und fließend Wasser und im Prinzip diese Dinge. Einen kurzen Schwenk zu China. Von China sagt man immer, das ist, denke ich, auch so, das ist jetzt nicht nur, wie es gerne heißt, Propaganda, dass China die Landbevölkerung aus der bittersten Armut herausgeholt hätte. 300 Millionen Leute hätten zumindest gewisse Standards jetzt erreicht. Da ist Indien noch weit von entfernt, höre ich ein bisschen raus. Da ist Indien noch weit von entfernt. Also es gibt ja auch einen riesigen Anteil von wie heißt es, Subsistence Farmers, glaube ich. Also von Leuten, die für den Eigenbedarf ihr Gemüse und ihr Obst da anbauen oder ihre drei
Schafe haben oder Ziegen eher. Hm. So, das ist nein, also da ist Indien ewig von entfernt und der Anteil der Landbevölkerung ist gigantisch und das ist das, was ich vorhin schon mal sagte. Also die Struktur hat sich ja nie in dem Maße geändert, nicht? Also die Leute leben teilweise dann eben doch noch so wie vor 70 Jahren. Ja, ist das eine Frage auch der politischen Wahrnehmung und des politischen Interesses oder müssen die Leute quasi, gibt es politische Strömungen, die das konkret ändern wollen? Oder ist es im Moment so, dass man das sozusagen, diese Armut akzeptiert, weil die Armut hat natürlich auf der anderen Seite ihren Gegenpart, den Reichtum und den will ja keiner hergeben. Müssen die Leute sozusagen selber schauen, dass sie Boden gewinnen? Oder ja, sind Gewerkschaften, gibt es linke Parteien, vermeintlich linke Parteien, die sich kümmern, wie wird es ausgehandelt? Gibt es im Parlament, das wird es geben, sonst würden wir nicht über eine Demokratie reden, wird dort vehement angeklagt, die bittere Armut im Lande? Also nach meinem Eindruck in dem Ausmaß auch nicht. Da fehlen dann schon die Fürsprecher, nicht? Und die Lobbyisten sozusagen. Diese Menschen haben nicht so viele Fürsprecher. Natürlich gibt es diese Parteien, das wird selbst die Regierungspartei, selbst die BJP macht das und muss diese Wählerschaften auf ihre Seite bekommen und die wählen auch alle. So, das gibt es schon und es gibt massive, und sie müssen sich auch zur Wehr setzen. Ich sagte das ja eben schon mal, es gab über Jahrzehnte also eine starke maoistische Bewegung. Sie müssen ja auch denen Paroli bieten. Es gibt kommunistische Bewegungen und so weiter, ja, und es gibt Gewerkschaften. Aber die sind natürlich auch alle nicht so stark. Also das gibt auf so einer mittleren Ebene zum Beispiel, gab es jetzt vor, was ist denn das, 2 Jahren oder so im Punjab, im Nordwesten, massive Proteste dagegen, dass die Bauern nicht ihre Quoten, also ihre geregelten Sätze, ja, für ihre Produkte bekommen. Die sind auf die Straße gegangen, aber das ist sowas wie Mittelschicht oder so. Mhm. Bei den ganz Armen ist das schon weniger. Da fehlen einfach die Fürsprecher, die haben nicht die Bildung, es gibt Bewegungen, die sich dafür einsetzen, aber die sind schwächer als die anderen, das ist schon so, und ihren Wohlstand verteidigen, die sind stärker. Welcher Partei steht Modi vor als Premierminister? Kann man das vergleichen mit einer Partei hier, ist oder sind es Demokraten oder Sozialdemokraten, oder wie muss man sich die Partei von Modi vorstellen? Die Partei von Modi kann man sich so vorstellen wie die AfD. Also die Partei von Modi, genau, ist die BJP und das sind Hindu-Nationalisten. Und der Hindu-Nationalismus ist nicht übertrieben oder so. Der Hindu-Nationalismus hängt einer, also oder die BJP, der Hindu-Nationalismus ist eine völkische Ideologie. Ja, und das heißt, es gehören nur bestimmte Menschen zu uns und die anderen gehören nicht zu uns. Und das ist das, was die vertreten und auch durchsetzen. Und seit 2014 ist Modi an der Regierung. Er wird vom Westen nach meiner Meinung in den letzten Jahren also eher hofiert. Frau Baerbock war da und hat ihren Außenminister, also Modis Außenminister, ihren Amtskollegen geduzt. Ich finde diese Dinge schwer nachzuvollziehen. Modi ist zum Beispiel nach den Pogromen, so darf man das nennen, von Gujarat 2002 gegen Muslime sehr lange das Visum für die USA verwehrt worden, weil er dafür verantwortlich gemacht wird. Ich verstehe da zum Beispiel, wir waren eben bei der Wahrnehmung, die wir von Indien haben. Ich verstehe diese fehlende Sensibilität für diesen Bereich nicht so richtig, muss ich sagen. Ja, also wir können festhalten, wenn es passt, dann redet man auch mit Parteien à la AfD. Welches Interesse hat denn der Westen, Europa, aber speziell Deutschland an Indien? Was erwartet Deutschland von Indien? Welche Handelsbeziehungen sollen ausgebaut werden? Was ist das? Was ist der Movens von Frau Baerbock nach Indien zu fahren?
Ja, von Frau Baerbock, genau, und Herrn Scholz dann auch im Frühjahr. Zunächst mal muss es ja eine Reaktion geben, wenn also durch den Ukraine-Krieg China jetzt ganz klar der böse Bunken ist, dann müssen wir, das ist ja auch eine erklärte Strategie in wirtschaftlicher Hinsicht, müssen wir uns diversifizieren. Wir müssen andere Partner suchen. Und leider fängt man dann an zu rechnen, welches Land ist groß und so, nicht? Es gibt Brasilien, und dann gibt's, dann kommt auch schon irgendwann Indien. Und dann gibt es zunächst zwei Interessen. So, es gibt dieses geostrategische Interesse, das ist dann natürlich auch ein europäisches Interesse, ein Interesse des Westens. Es ist aber problematisch. Indien hat seine, und es gibt das wirtschaftliche Interesse. So, und das geostrategische Interesse ist natürlich problematisch, weil Indien eine enge Bindung traditionell an Russland hat. Also seit der Afghanistan-Konflikt vorbei war und auch schon vorher, also im Kontext des Afghanistan-Konfliktes, ist es so, dass die USA Pakistan als Partner mehr oder weniger über Bord geschmissen haben, ja, so, und sich immer mehr dem Indien angenähert haben. Also USA und Indien ist schon länger, nähern sich stetig an. Gleichzeitig ist es aber so, dass Indien nicht von Russland lässt. Ganz wichtiger Militärpartner, der größte Teil der Waffen kommt aus Russland. Es gibt nach wie vor also eine militärstrategische Zusammenarbeit, die ist gigantisch. Und das heißt, dieses Rücken in den Westen ist immer so bedingt. Ja? Und da klinken sich natürlich irgendwie, also auch wenn es ums Südchinesische Meer geht und so, wo Indien eben auch dann Manöver macht und sich es gibt das Quad, also so eine Verbindung mit Japan und so weiter, wo sich Indien also dann eben auch immer stärker präsentiert. Da versucht sich die Bundesrepublik natürlich mit reinzuhängen, so, deswegen ist Indien, gilt Indien als Partner gegen China. Gleichzeitig ist Indien eben auch China gegenüber ambivalent. Also nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber China. Und ob die da jetzt also ein geostrategischer Partner wirklich sein können, das kann man in Frage stellen. Die haben zwar ihre Scharmützel im Himalaya beispielsweise jetzt zuletzt gehabt und dann werden auch große Töne gespuckt. Also, ne, es wird dann auch mal schnell über einen Krieg geredet und so. Findet aber in Wahrheit nicht statt. In Wahrheit kuschelt Modi auch mit Xi. Das ist, also das ändert sich da auch nicht wirklich. Das ist das ist die geostrategische Situation, wo Indien quasi, immer weiter an den Westen ranrückt, aber auch nicht vollständig. Ja, Indien hat gemerkt, dass nach Jahrzehnten des Desinteresses plötzlich man ein bisschen umworben wird und etwas in den Fokus des Interesses des Westens rückt. Kann man das so sagen? Das merkt Indien und. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Ist das damit verbunden, nochmal kurz zu dem Arm und Reich und der Landbevölkerung, ist das damit verbunden, dass möglicherweise auch gewisse Ressourcen von Indien eben in den Ausbau dieser geostrategischen Positionen fließen lässt, statt zum Beispiel in die Infrastruktur auf dem Land? Wird das gegeneinander ausgespielt? Das sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass Indien schon verstanden hat, dass also Infrastruktur ist da ein riesiges Thema, ist einer der größten Flaschenhälse der indischen Wirtschaft. Dass Indien schon verstanden hat, dass also der wirtschaftliche Ausbau ganz entscheidend ist. Und ob die das gegen also jetzt militärische Sachen ausspielen, das weiß ich. Das würde ich gar nicht mal wirklich so sehen. Das ist erkannt worden. Also in Infrastruktur ist massiv investiert worden. So. Das schon. Okay. Was das wirtschaftliche Interesse an Indien betrifft, im vergangenen Jahr die Sanktionen gegen Russland ausgesprochen wurden, es wurde dann ja auch kein Öl mehr gekauft, hat Indien das ja gekauft
und hat es mit einem Aufschlag dann weiterverkauft nachher. Also das ist die Sanktionspolitik, die ist wahnsinnig durchdacht. Werden da Strukturen, verfestigen sich dort Strukturen, bedingt durch das Sanktionsregime hier in Europa? Dass man sagen kann, die Handelsströme zwischen Russland und Indien werden ausgebaut, werden verstärkt durch diese Sanktionspolitik? Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Das ist schon ein erhebliches Volumen, ne? Also das ist zugenommen dadurch. Punkt. Ja. Das ist natürlich immer ein wichtiger Bereich gewesen, die Öllieferung, na klar. Und sie verkaufen sich nur weiter, sie nutzen es natürlich auch im Land, ja. Doch. Also ja. Ein Ausblick vielleicht noch zum Schluss. Wir konnten ja hier dieses spannende Buch jetzt in einer Woche im Buchhandel erhältlich, kann man jetzt auch schon vorbestellen. Es ist wahnsinnig dicht an Informationen, die man durch die tägliche Berichterstattung so nicht bekommt. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Nochmal ein Ausblick, wie wird sich Indien präsentieren und was wird das Verhältnis zum Westen, zu Europa, zu Deutschland? Wie wird sich das entwickeln in den nächsten 2-3 Jahren? Vielleicht gelingt es den Europäern, die Inder ein bisschen aus dieser russischen Verbindung herauszulösen? Oder wo sind die Punkte, wo sozusagen die Europäer Land gewinnen können bei den Indern? Gibt es die überhaupt? Oder kann Indien sich quasi aussuchen, wer Partner ist und wer nicht Partner ist? Ja, so ist es eher. Also es gibt einzelne Pluspunkte, aber die sind im Grunde gar nicht so zu nennen. Also ich denke schon, dass diese geostrategische Positionierung, darum kommt der Westen auf eine Art und Weise nicht herum, da näher ranzurücken. Alles andere wäre gefährlich. Also aber es bleibt am Ende so, dass Indien seine eigenen Interessen verfolgt. Und also es ist nicht zu erwarten, dass es sich bekennt zu einer Seite oder der anderen. So, sondern Indien wird auch in dieser Tradition, Indien war der wichtigste Fürsprecher der Blockfreien, Indien wird immer diese Position behalten, wir verfolgen unsere eigenen Interessen. Dafür ist dieser Unternehmen-Embargo weg mit Russland, mit dem Öl ein gutes Beispiel. Die werden immer sagen, ja, wir fühlen uns verbunden, Westen und EU, wir sind gern euer Partner, aber wir haben auch noch ein paar andere Partner und wir suchen unseren eigenen Weg da. Und so wird sich das fortsetzen. Also im Prinzip ein weiteres Stadium einer Emanzipation, wenn man so will, vom Kolonialismus. Vielleicht dazu dann doch noch eine allerletzte Frage. Gibt es noch spezielle Reste oder Verbindungen zu den Briten? Merkt man noch, dass die Briten da jahrzehntelang zugegen waren, oder spielt auch die diplomatischen Beziehungen zu den Briten keine große Rolle mehr, so wie es, also, oder hat sich das normalisiert? So kann man es vielleicht besser sagen. Also ich denke, auf kultureller Ebene ist das am ehesten zu sehen. Es ist in Indien bis heute so, dass, sagen wir mal, zumindest in Nordindien, dass es einfach ist, mit Englisch durchzukommen. Und das ist natürlich schwieriger geworden. Also das war mal einfacher, aber es ist immer noch so. Und interessant ist, dass das auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Also dieser ganze Dienstleistungssektor, in dem Indien stark ist, IT-Dienstleistungen, hat natürlich damit zu tun, dass viele Inder gut Englisch sprechen. Deswegen können die eben dann in internationalen Unternehmen, ja, und über Grenzen hinweg und so arbeiten. Ja. Also da ist eine kulturelle Bindung nach so wie ich das sehe, die ist verankert. Also dann, lieber Oliver, höre ich raus. Das Buch heißt Neue Weltmacht Indien, Geostrategie, Wirtschaftskrise, Wissenslabor. Da ist kein Fragezeichen hinten dran. Indien ist eine Weltmacht, definitiv. Und ich höre aus dem Gespräch raus, wir konnten ja hier nur ein bisschen am Lack kratzen. Je eher man das realisiert hier im Westen, je besser ist es, um mit den Indern eben auf Augenhöhe zu reden und
zu gucken, dass man den jeweiligen Bevölkerungen auch in ihren Bedürfnissen möglichst Gutes tut. Ja, das lässt sich so sagen. Dann vielen Dank nach Hamburg, dem Buch, alles Gute. Und ich denke mal, dass wir vielleicht in 4 Wochen und in 6 Wochen nochmal ein Gespräch führen und gucken, was sich bis dahin alles ergeben hat im Hinblick auf die neue Weltmacht Indien. Vielen Dank nach Hamburg. Ja, sehr gern. Vielen Dank auch von mir. Tschüss, tschüss. Tschüss.